Ja, nicht hier auf dem Planeten. Okay. Also du willst auch in eine andere Galaxie? Okay, dann trennen wir uns jetzt erstmal. Ist das... Bist du schwanger? Willkommen zurück, Feuergamer. Zack McFly wieder am Start hier an No Man's Sky. Wird gezockt. Ja, was ist bis jetzt passiert? In der ersten Folge, wir sind gestartet, ich glaube auf diesem Planeten da hinten, wo wir jetzt nur so den halben Umriss sehen, haben unser Raumschiff repariert, haben irgendeinen fremden Anzug an, von einer Person, die sich noch K-K-K-K nennt. Wir wissen nicht, wer es ist. Er hatte auf jeden Fall auch Probleme. Wir haben es im Prinzip jetzt bis zum Nachbarplaneten geschafft und haben hier eine Basis gebaut mit einem Teleport, wo ich gerade überlege, ob ich den irgendwie noch befüllen soll, weil wir sollen auf die Raumstation und das reizt natürlich, weil ich möchte schon wissen, vielleicht weiß da irgendwer was über Xkt. Und allgemein, so, ich habe gerade gedacht, wo ist meine Waffe hin? Andere Lebewesen kennenlernen, ne? Ich bin ja schon ein bisschen einsam hier, muss man schon sagen, ne? So ganz alleine. Das muss nicht sein. Und deshalb lade ich lade mal diesen Teleport auf. Keine Ahnung, wie lange das hält. Und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Sehr gut. In 3 Minuten bin ich, da bin ich ja nicht mal an der Station oben. Wie mache ich den offline? Scheiß drauf. Also das mit dem Teleport, da muss ich noch irgendeinen anderen Weg finden. Das dauert viel, also das geht viel zu schnell weg. Der Sprit, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da bin ich sicher. Deshalb machen wir jetzt erstmal unser nächstes Ziel und setzen uns in die strahlende Säule. BC1. Jungs, was ist das? Landen. Niemals. Wer hat das gebaut? Das ist niemals so gewachsen. Das ist komplett unnatürlich. Ich bin auf keinen Fall allein auf diesem Planeten. So viel können wir schon mal sagen. Ferritstaub. War richtig, glaube ich, ne? Was ist, wenn ich die zerstöre? Dann sind die bestimmt sauer, oder? Ob die unterirdisch leben? Ob das so Wasserwesen sind? Vielleicht war ja mal alles unter Wasser. Und das ist dann weggegangen und das ist halt so stehen geblieben, ne? Oh. Tier. Du bist gut. Du bist gut, oder? Du siehst lieb aus. Da brauche ich einen fortgeschrittenen Minerallaser. Ob die Tiere das gebaut haben? Warum sind hier auf einmal so viele von euch? Wollt ihr was von meinem Raumschiff? Wollt ihr mein Raumschiff klauen? Haut ab hier! Haut ab! Weg! Haut ab! Zack. Hätte uns das Spiel nicht eigentlich auf diesen Planeten schicken können, dann wären wir viel näher dran gewesen, ne? Oh, warum leuchtet der denn so rot? Was ist denn das? Was ist das? Könnt ihr das erkennen? Diese Linien? Die gehen von diesem Planet hier hinter und dann kommt dieser rote Schein.
Hier geht doch irgendwas ab in diesem Sonnensystem. Wie schießt es eigentlich? Ah, okay. Platin. Nice. Ja, also hier im Weltall gibt es auf jeden Fall noch sehr spezielle Sachen. Silber. Okay, ich habe nicht verstanden, was es gesagt hat. Aber wir gehen auf jeden Fall mal auf diese Raumstation. Sieht aus wie so ein Borg-Schiff, oder? Also ich will jetzt nicht assimiliert werden gleich. Wir sind die Borg. Wir aktivieren sie ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Oh ja, hier ist frohes Treiben. Frohes Treiben. Sagt mir das so? Oh, immer diese Aussteigebahn. So, einmal gescannt hier die Leute. Seid ihr alle cool? Erkunde die Raumstation, finde Lebensformen, die über das geheimnisvolle Signal befragen kann. Genau das hatte ich vor. Ey, ein Kundschafter, was geht? Hi. Hoi, Lasolin, Dom, Deacon. Okay, ich verstehe ein Wort, Deacon. Ey, ist groß und wirkt bedrohlich. Versucht aber freundlich zu wirken. Vielleicht kennt er die Person, die vor mir hier war. Ich frag mal. Aber den anderen Reisenden kennen, den Skitz. Okay, ich glaube, er hatte irgendwie Stress mit dem. Eventuell ging es um dieses Hologramm. Wir wissen es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Der sieht noch so aus, als könnte man ihn ansprechen. Nochmal ein Kundschafter. Oh, guck mal, der ist doch lieb hier. Ein Tagelöhner. Hallo. Dies Muladi, Skibolo Bugolo, Nutkutschle, Kutzrötzle. Ich verstehe. Was willst du mir damit sagen? Ist das der von gerade? Was hast du vor? Willst du den jetzt beeinflussen? Okay, ich frag jetzt schnell. Scheiße, der hat den schon beeinflusst. Du bist ein Penner, weißt du das? Jetzt lass mich in Ruhe. War der gar nicht. Hey, ihr zwei, alles klar? Ist irgendwer von euch weiblich? Ich brauche eine Freundin. Ah, du! Alles klar, danke schön. Okay. Ich? Oh! Heiraten? Ja klar, warum nicht? Ist das so ein Balztanz hier? 16. 16. Wir beobachten dich. Was habt ihr mir denn hinterlassen? Was ist das für ein Kristall auf deinem Kopf? Aber ich glaube, da geht was. Kundschafter Ziranche. Mrs. Ziranche. Ist das eine Botschaft? Ist das Sonnensystem, wo wir heiraten werden? Okay, er will es ein bisschen langsamer angehen. Sie. Auch sie genannt. Besuche Technologiehändler, um dein Schiff und deine Ausrüstung zu verbessern. Okay, ich soll den Teleport benutzen danach. Ich bin gespannt, ob das klappt. Der Wiken macht stolze Gesten in Richtung der Datenbank. Um ihn herum Anzeige für Anzeige mit geografischen Karten. Okay, Poi, Engstokeife, Ochse, Gongsorg, naja, Quieken, Lokan, Chiprot, Ogli, Rudo, Zeob, Senebata, naja, Imai. Okay, ja, ich würde sagen, die Karte kaufe ich. Das klingt gut. Er hat mir eine Planetenkarte geschenkt. Dankeschön. Geschenkt vor allem, ich hab die gekauft. Exo-Anzugforschung, ja. Gut, ich habe keine Kohle. Dann muss ich auf jeden Fall nächstes Mal ein bisschen was Wertvolles abbauen.
Im Weltall gibt es auf jeden Fall da einiges. Aber mach mal nächstes Mal. Oder mach ich dann so zwischen der Folge vielleicht mal. Könnt ihr auch in die Kommentare mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Oder ob ich, sag mal, einfach die Folge beginne, hab diese Upgrades und erkläre euch einfach kurz, was ich da gemacht habe oder was ich geholt habe. Wir probieren jetzt erstmal deutsche VR Gamer 001. Teleport. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Raumschiff? Okay, ich brauche keinen Strom, ne? Ich brauche keinen Strom, um zurückzukommen. Das ist gut zu wissen. So, was haben wir jetzt alles hier bekommen? Wir müssen auf jeden Fall an den Computer. Ach genau, wegen dieser Nachricht, die wir von meiner zukünftigen Frau bekommen haben, Mrs. Cianchel. Wir entschlüsseln das jetzt mal. 16, 16, 16. Sichere dir deinen Platz in den Sternen. Oho. Ein Lebenszeichen entdeckt? Wo? Ach du Scheiße. Nicht dieser Planet. Na gut, wir haben aber auch eine Planetenkarte. Ist das auf diesem Planeten? Oh, ein Monolith. Okay. Wir machen eine Reisefolge, oder? Ich fliege zu dem Monolith und dann fliegen wir zu den anderen Planeten. Ist da noch mehr? Was ist das? Ich habe mit was anderem gerechnet. Ah. Du hast das Wiken-Wort für Eindringling gelernt. Okay, das ist nicht verkehrt, das zu wissen. Was? Gra? Hilft mir nicht wirklich weiter. Der. Also ich verstehe schon mal der Eindringling. Gra. Gucken, ob das irgendwann mal jemand zu mir sagt. Was geht hier ab? Was ist denn das? Und warum bewegt sich das? Ich habe mal eine kleine Vermutung. Abbauen. Ich lege das Ding mal frei. Ist hier was oder ist hier nichts? Hier ist nichts. Na gut. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Dann würde ich sagen, auf zu fremden Planeten. In fremde Welten zu möglichen Notsignalen. Mal schauen, wann mir schlecht wird. Das ist schon geil. Lass es lieber sein. Oh. Das ist ein Sternzerstörer. 100%ig. Was macht er hier? Warum sind wir auf einmal bei Star Wars? So viele Fragen. Da baut sich mehr auf. Ich kann da landen.
Perfekt. Ach du Scheiße. Wie groß ist das bitte? Was für Quatsch. Ach, Scheiße, so ein verstrahlter Planet schon wieder. Du bist aber nicht irgendwie ein Lebewesen. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnungen verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlerhaften Schaltkreisen einer längst vergessenen Ruine? Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern. Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Ja klar, gehen wir doch ein. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenabfolge aus, statt das Protokoll des Schildes anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. 16? Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. Ein Hyperantrieb. Ja, ich habe doch ein gewöhnliches Raumschiff. Diesen Frachter. Ja, komm, lass uns diesen Frachter hier fliegen, ne? Kurz reparieren, ist ja gar kein Problem. Hyperantrieb. Mikroprozessor, 5 Stück. Okay, Geld verdienen. Alles klar. Das war ja eben eh schon der Plan. Geht mein Boost überhaupt so hoch? Wenn ich irgendwo wertvolle Sachen finde. Ach, da ist der Boost. Wow! Reingebackt. Shit, ey. Was ging hier ab? Ist das die Landestation? Konnte man hier landen? Aber hier ist auf jeden Fall nichts zum Freischalten. Ach, wenn Mrs. Friantsche mich hier sehen könnte. Die wäre stolz auf mich. Wie wäre ich stolz auf mich? Okay. Wir sind ganz oben. Bringt uns halt nur nichts. Ob ich hier irgendwas Wertvolles finde? Kann ich von hier eigentlich abbauen? Nee. Der Strahl hört irgendwann auf. Also ich bin noch am Abbauen. Aber auch. Auch der hört irgendwann auf. Und auch den können wir mal kurz aufladen. Ja, das auch. Das wollte ich aber nicht. Warte mal. Ich muss dringend was suchen. Okay, okay, okay. Ich vertraue auf den Boost. Jawohl. Die sind Schätze. Könnt ihr das sehen? Hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Beschädigtes Bedienfeld. Alles hier freilegen. Ach du Scheiße. Das Ding ist noch viel, viel größer als gedacht, glaube ich.
Ah. So, wo ist der Schatz? Warum ist meine Waffe eigentlich so weit weg gewesen? Eine Frachtkapsel? Ich brauche Kohlenstoff. Wollen wir das anmachen? Wollen wir das anmachen? Wollen wir, ne? Ich brauche Kohlenstoff. Kohlenstoff. Wo ist der Kohlenstoff? Ich denke, da hinten ist viel Kohlenstoff. Oh. Wir können hier sogar ein bisschen reingehen. Interessant, aber warum kriege ich die nicht auf? Warte mal kurz, was habe ich? Wo habe ich gerade so viel Geld herbekommen? Was ist passiert? Eieieiei, was ist denn los? Warum ist mein Schutz weg? Keine Ahnung. Ach du Scheiße, was ist das? Warum so schnell? Oh, diese Kiste. Habt ihr das gesehen? Da war, glaube ich, der Wert auf 21 Radioaktivität. Ein bisschen unheimlich jetzt hier, deshalb würde ich sagen, hauen wir auch ab, weil geil, mit der letzten Kiste einfach den Jackpot noch geknackt, fast die ganze Kohle parat. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch. So, goodbye, Frachter. Goodbye, warum kann ich nicht fliegen? Sind das die Räuber schuld? Cool, aber dann geht's los. Handels. Okay, das ist, glaube ich, die Raumstation, wo wir hinwollen, müssen, können. Müsste ja an diesem Saturnplaneten sein. Da hinten ist unser Planet. Ich glaube, das passt. Oh, da können wir auch Miss Fianche. Unsere Verlobte noch mal besuchen. Wo ist der Planet hin? Ist doch eine andere Raumstation? Ah, da ist er doch. So. Einmal hier reinbacken. Ist echt komisch, diese Animation. So, dann brauchen wir, müssen wir nochmal 11.000 oder so verkaufen. Ah, wieder. Da steht schon mein Schätzchen und wartet auf mich. Alles gut bei dir? Und? Wie warst du auf der Raumstation? Oh, ich habe so einen Frachter gefunden und er war ziemlich gefährlich. Also sehr radioaktiv das Ganze, aber ja, ich bin ein starker Typ. Das wissen wir, ne? Ja, ich Küsschen. Ich muss mal weiter, aber danke für deine warmen Worte. Tianche. Ich muss hier erst einmal das Geschäft. Erst das Geschäft, ne? Brauchen irgendwie 11.000. Hier diesen ganzen Quatsch. Diesen ganzen Quatsch hier.
Schleim, wer will denn das haben? Ich hab Glas? Brauche ich nicht. Kreaturenkugeln? Okay. Wow, eine Katzenleber. Sehr gut, die reicht ja schon. Ja, ist okay, du kannst gleich ran. Ich wollte gerade sagen, will mich das Spiel verarschen? 4 Stück. Chromatische Kristalle habe ich doch schon. So, kurz den Mechaniker hier raushängen lassen. Zack, 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 zack. Schraub, schraub. Fertig. Hyperantrieb installiert. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist sehr schön, Cianche. Es kann aber sein, dass ich in andere Galaxien muss. Ich weiß ja nicht. Willst du mitkommen? Oder wartest du hier auf mich? Ich meine, die Basis, die ist ja eh da. Ja, nicht hier auf dem Planeten. Okay. Also du willst auch in eine andere Galaxie? Okay, dann trennen wir uns jetzt erstmal. Ist das... Bist du schwanger? Oh Gott, ich hoffe nicht von mir. Wir sehen uns wieder, Cianche. Oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Schnell wieder zurück auf die Basis. Und mal schauen, wie es dann weitergehen soll. Oh ja, jetzt kommt hier dieser elendig lange Teleport. Wobei, ich kann den ja für den Abspann jetzt nutzen. Hyperantrieb. Schon erwähnt, kann man jetzt auf jeden Fall Galaxie zu Galaxie reisen, durch das ganze Universum. Das ermöglicht uns jetzt das Reisen durch das Universum. Inoffiziell ist ja unser Ziel, die Mitte zu finden. Genau die Mitte. Da steht eine kleine Fahne, da steht drauf Mitte des Universums und da wollen wir hin. Ja, das heißt, wir sind unserem Ziel einen Schritt näher. Und mal schauen, was uns dann jetzt noch erwartet, wie es mit Cianche weitergeht. Sehr turbulente Beziehung bis jetzt, muss man zugeben. Aber ja, auch das werden wir meistern. Deshalb drückt auf Gefällt mir. Abonniert die deutschen VR-Gamer und haut rein.